Ein großes Thema ist ja immer, dass die Teilnehmenden die Kamera nicht anhaben oder die Kamera nicht so gerne anmachen wollen. Und demzufolge müssen wir natürlich gucken, dass wir Sachen finden, die auch ja, Spaß machen, wo wir was tun können, was ihnen auch gut gefällt, wo sie Lust drauf haben, auch die Kamera anzumachen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo das gar nicht möglich ist, weil es einfach technisch schwierig ist. Aber wir gehen jetzt mal von der Situation aus, die wir beeinflussen können. Okay, also nie mehr vor der schwarzen Wand unterrichten ist sozusagen die Idee dabei. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und genau, verschiedene Varianten, da gibt es ganz viele. Ein paar kennt ihr sicherlich wahrscheinlich schon. Und ein paar andere sind vielleicht neu. Von daher probieren wir das einfach gemeinsam aus. Das erste Beispiel ist, sich zu verstecken hinter einem Post-it oder hinter irgendetwas. Nehmt doch mal ein Blatt Papier oder ein Post-it. Schaut mal, was ihr am Schreibtisch irgendwo findet. Irgendetwas. Und deckt mal eure Kamera damit zu. Genau, und dann kann ich halt Fragen stellen, wie zum Beispiel, wer von euch hat denn heute schon einen Kaffee getrunken? Auf wem die Aussage zutrifft, der kann dann sein Post-it drunter tun. Genau. Wer von euch hat schon Tee getrunken? Aha. Wer von euch hat ein Brötchen gegessen? Nee, lass unten, Paul, lass unten, du hattest ja schon. Genau, wer von euch hat ein Stück Brot gegessen? Noch gar nichts gegessen. Okay, ist ja spannend. Wer von euch hat eigentlich ein Stück Kuchen gegessen? Jetzt muss ich aber auch langsam mal hier runter. Wer von euch hat noch nichts gegessen? Hey, nichts gegessen? Was habt ihr denn gegessen? Ah, wer von euch hat ein Müsli gegessen? Aha, da war es, ja. Also so kann ich das langsam Stück für Stück nach unten schieben. Ich kann natürlich auch immer wieder sagen, die Kamera wieder zu schließen. Auch das geht natürlich. Ich könnte auch fragen, wo ist bei dir die und die Person? Ja, das ist jetzt, wir sind jetzt nur zu viert, das ist ein bisschen schwieriger, aber wenn wir natürlich mehr Teilnehmer sind, dann kann ich das auch ganz schön zeigen. Ich gehe gleich wieder aus der Bildschirmteilung raus, aber hier einfach nochmal, dass wir sehen. Also ich zeige in die Richtung, wo ich eine bestimmte Person sehe. Also nach unten, zur Seite und so weiter. Da das aber bei jedem anders ist, kann ich das, kann das sehr lustig aussehen, weil muss man immer erstmal gucken, wo ist denn das? Ja, damit wird man einfach auch erstmal viel stärker wahrgenommen. Wir probieren das mal aus. Wo ist denn bei euch Sarah? Nee, da muss ich hin. Da haben wir schon ein Problem mit links und rechts. Aha, ja, bei dir ist sie unten, bei dir ist sie genau auf der anderen Seite. Okay, Sarah. Frag du mal nach irgendwen oder irgendwas. Wo ist Claudia? Aha, genau. Also das wäre eine lustige Möglichkeit. Ja, also jetzt zu viert ist es ein bisschen banal, aber wie gesagt, mit mehreren macht es schon durchaus Sinn. Wir können das auch erweitern, zum Beispiel im Raum. Ja, wo ist denn bei euch ein Regal? Aha, ja. Und wo ist bei euch ein Buch? Hinter dir. Ja, also ich könnte jetzt sogar auch noch mit den Präpositionen arbeiten und so weiter. Da kann man eigentlich ganz schöne Sachen machen. Genau, das wäre eine Variante, mit der man arbeiten kann. Dann kennt ihr sicherlich alles schon, habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, kann man hier sich auch noch mal anschauen, das Thema Gegenstände holen, ein wunderbares Thema, um die Kamera anzuhalten, nicht anzuhalten, um die Kamera anzumachen. Also ich schreibe zum Beispiel Dinge in den Chat und die Teilnehmenden sollen diese Dinge holen, schnellstmöglich alles in die Kamera zeigen. Ja, ich könnte auch sagen, ich hole etwas Grünes, ich hole etwas mit dem Buchstaben P, ich hole Medikamente, ich hole Essen aus dem Kühlschrank und so weiter. Das kann ich also ganz, ganz stark in verschiedenen Versionen
ausprobieren. Wie gesagt, Video dazu, guckt es euch an, da findet ihr genauere Beispiele. Auch spannend, und das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren wollen, ist das Thema richtig zuzuhören. Und das würde ich gerne mit euch jetzt mal machen. Und zwar sucht ihr euch bitte irgendeinen Gegenstand auf eurem Schreibtisch, ja, oder irgendwo anders her, aber ihr müsst gar nicht so weit weg. Und dann spielt ihr mal dieses Geräusch ab, aber ihr zeigt es nicht in die Kamera und wir versuchen zu raten, was habt ihr denn da für ein Geräusch gemacht? Okay. Findet ihr mal einen Gegenstand? Genau. Okay. Timon, magst du anfangen? Gerne. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Ah, eine Schere. Oder? Was sagt ihr? Nee? Ah, oder? Ein Feuerzeug. Was? Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug? Ich habe echt eine Schere gedacht. Der ist ja witzig. Okay, ja. Okay, super. Sarah, magst du ein Geräusch zeigen? Ja. Nicht zeigen, hören. Hören lassen. Mach nochmal. Jetzt hat man es gar nicht gut gehört. Beim ersten Mal war es ziemlich stark. Jetzt hört man es gar nicht. Irgendwie hört man es jetzt nicht. Nicht? Nee. Du musst vielleicht dichter an die Kamera. Ich weiß gar nicht, wo mein Mikrofon ist. irgendwas so. Sind es vielleicht so Stifte, die du aufgehoben hast? Nee. Okay, zeig mal, wir kommen nicht drauf. Ah, oh, okay. Ja, es war schwer. Geht mal auf eure Audioeinstellungen. Das ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit. Und da gibt es immer die Hintergrundgeräusche unterdrücken. Und dann geht mal bitte auf niedrig, damit alle Geräusche gut zu hören sind. Und dann probieren wir es nochmal. Also ich probiere es jetzt mal. Hört man es jetzt besser? Was könnte das sein? Ist das vielleicht eine Schere? Noch eine Idee? Also merkt ihr, das ist nämlich eine richtig gute Funktion, wenn ich Rhythmus mit Rhythmus arbeiten will oder irgendwas gleichmäßig machen will, gehe ich einfach bei diesen Audioeinstellungen, finde ich total super, auf niedrig. Ansonsten bin ich immer auf mittel oder so, weil man ja doch irgendwelche Geräusche hat, aber wenn ich das ganz speziell üben will, auf niedrig, ja. Gut, super. Dann haben wir noch ein Thema und genau, was wir machen können, ist natürlich auch eine Tanzpause. Wir können also eine Bewegung vormachen und die anderen müssen sie nachmachen. Hat jemand für uns eine Bewegung, die wir kurz nachmachen müssen? Eine kleine Tanzpause? War das eine Bewegung? Oh, das ist aber schwierig. Okay. Warte mal, ich gehe mal hier raus, damit wir uns besser sehen. Timon, mach's mal nochmal. Du hast es so schön gemacht. Okay. Oh ja, sehr gut. Und gibt es noch eine Bewegung, die wir nachmachen könnten? Hat noch jemand etwas? Ja, das ist schwierig. Und dann noch so gucken. Das kann ich nicht. Sehr gut. Also auch das wäre eine Variante dafür. Sehr gut. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel die Stimmungslage testen. Wie ist denn gerade eure Stimmung? Also wenn sie super ist, dann hebt ihr die Arme nach oben, Mitte, okay. Nach unten geht so und auf den Tisch legen, nicht so dolle. Wie ist eure Stimmungslage gerade? Ja, ich habe die ja gekauft hier, ne?
Die dürfen nichts anderes zeigen. Genau, sehr schön. Also das als Beispiel auch. Ansonsten kann ich mir natürlich auch auf dem Schreibtisch irgendwelche Sinnbilder für eine bestimmte Aufgabe suchen. Ich kann diesen Gegenstand vorstellen, erklären, was es mit der Aufgabe zu tun haben könnte. Also auch das kann sehr schön sein. Dann habe ich vielleicht auch als Teilnehmender oder Teilnehmende die Aufgabenstellung gut verstanden. Ja, das ist ja auch oft so, dass die Lehrkraft bla 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 redet und redet, aber man hört eigentlich gar nicht so richtig zu und weiß dann nicht, was man machen soll. Wenn ich mir aber da noch einen Gegenstand zusuche und erkläre, was das mit der Aufgabe zu tun hat, ich glaube, dann haben alle am Ende verstanden, was die Aufgabe sein kann. Genau. Und natürlich kann ich auch vor der Kamera Spiele spielen, indem ich wirklich irgendwelche Kärtchen auch zeige und übe. Das geht natürlich auch. Also da kann ich auch einfach aktiv diese mit einbauen. Ja, dass ich zum Beispiel suche, ich gehe auch hier nochmal aus der Kameraeinstellung raus. Ja, etwas Technisches mit W. Fällt euch was ein? Etwas Technisches mit W. Waschmaschine. Ha! Ein Ort in der Stadt mit U. U-Bahn. Ha, okay. Und ein Nomen mit V. Vogel. Ja, und so weiter. Ja. Also ich habe ganz bewusst quasi die Kamera an. Ich kann das in Breakout-Session machen, indem die Teilnehmenden das dann einfach selber vorbereiten, Zettel in die Kamera halten und damit spielen. Was auch schön ist als Beispiel ist, dass ich am Ende einer Stillarbeit einfach anzeige, also ich sage zum Beispiel immer, wenn ihr jetzt den Text gelesen habt, in der Zwischenzeit macht ihr die Kamera aus, währenddessen ihr lest. Wenn ihr aber fertig seid, macht sie an, damit ich weiß, ihr seid fertig und dann kann ich mit den Teilnehmenden, die schon fertig sind, im Chat weiterarbeiten und sozusagen bindifferenziert arbeiten lassen. Genau das Gleiche geht auch in Gruppenräumen, also erst in der Gruppe lesen lassen, die Kamera so lange ausmachen und anzeigen, ich bin fertig, bin aufnahmebereit, wir können loslegen, wir können sprechen, Kamera an. Und das Letzte, ich kann natürlich auch vor der Kamera etwas präsentieren, ich kann etwas auf ein Stück Papier schreiben, malen und das dann auch in die Kamera zeigen. Das sind eigentlich wichtige Funktionen, die helfen können, dass die Teilnehmenden mehr die Kamera anmachen. Jetzt die abschließende Frage an euch. Ihr seid ja auch aus der Generation, wo man eher nicht die Kamera so gerne anhat. Könnt ihr euch einfühlen in so eine Lehrkraft, wie das ist, wenn man da so vor so einem schwarzen Bildschirm ist? Schon ein bisschen unangenehm, oder? Würdet ihr dann die Kamera anmachen, um der Lehrkraft einen Gefallen zu tun? Oder würdet ihr sie anmachen, wenn man solche Spiele wie eben vorgestellt macht mit euch? Was wäre das, was euch dazu bewegt, die Kamera anzumachen? Naja, die Spiele funktionieren ja eigentlich nicht, wenn man die Kamera auslässt. Deswegen ist man ja quasi gezwungen, wenn man am Unterricht richtig teilnehmen möchte. Aber würden sie dich da auch zu animieren? Also sind Spiele ein probates Mittel für dich, dass du sagst, ja, da habe ich auch Bock drauf oder ja. Nicht? Doch, ja. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Und bei euch? Also so ein Spiel ist auf jeden Fall besser, als wenn man quasi nur wie einen Frontalunterricht hat. Dann denkt man sich, glaube ich, auch irgendwann, ja, dann brauche ich die Kamera auch gar nicht anmachen, wenn quasi das nur ein Vortrag ist. Mhm. Und wenn Spiele gespielt werden oder so, dann ist man schon motiviert, dann auch mitzumachen tatsächlich. Mhm. Und es ist aber dann nicht so, dass ihr das Gefühl habt, oh, das ist mir aber zu peinlich. Also oder kann das dann auch dazu führen? Also wie ist da eure Aktion, wenn ihr die Kamera anmachen müsst und Spiele macht? Also normalerweise ist eigentlich der Grund dafür, dass man die Kamera nicht anmacht, weil der Unterricht in dem Moment sehr schleppend oder langweilig sein kann. Und dann möchte man nicht die ganze Zeit so präsent überall auf allen Bildschirmen sein, sondern will man sich irgendwie mal eher zurücklehnen. Und irgendwie mit den Spielen, da kommt ja ein bisschen Bewegung rein und so. Deswegen ist es gleich doppelt, denke ich, eine gute Motivation, die Kamera wirklich anzumachen. Weil man einerseits Lust drauf hat, irgendwie am Unterricht teilzunehmen und weil man ja eh irgendwo gezwungen ist. Ja, ja, super.
Ja, also ich denke auch, das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, ausprobieren und dann ja, ist der Unterricht auf alle Fälle auch ein bisschen abwechslungsreich.